Hallo VfB-Freunde. Nach vielen schlechten Spielen, Gott sei Dank 5:0 gegen Hertha BSC Berlin gewonnen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt frage ich auch mal einen Trainer, Ex-Trainer vom VfB Stuttgart, der sehr viel Erfolg hatte, wie er die Situation beim VfB Stuttgart im Moment sieht. Also irgendwie folgendes, wie siehst du jetzt im Moment überhaupt die Situation beim VfB Stuttgart? Ja, ich bin da keinen guten Situation, weil ich bin sehr mit dem Bruno Labbadia befreundet und bin von ihm felsenfest überzeugt, dass er ein Bombentrainer ist. Aber ich weiß auch, dass ein Trainer nicht nach seiner Arbeit gemessen wird, sondern nach den Ergebnissen. Und die waren einfach sehr schlecht in diesem Jahr, bis auf das letzte Ergebnis, jetzt wie du gerade richtig sagst. Und ich kann nur die Daumen drücken, dass das der VfB aus dieser Krise wieder rauskommt. Was hältst du vom Spielsystem im Moment? Also ich war immer ein Trainer und bin auch immer der Meinung, dass das System überhaupt keine Rolle spielt. Entscheidend ist, mit welcher Einstellung Spieler am Platz gehen. Ob die jetzt mit drei Stürmer spielen oder mit einem Stürmer oder 4-4-2. Das sind alles so Dinge, die werden in der Öffentlichkeit einfach so als Alibi werden die benutzt. Entscheidend ist die Einstellung der Spieler. Das ist leider im Fußball so. Man vergisst einfach Kreativität, Spielwitz, Spielfreude. Und diese Dinge, die machen Erfolg und Misserfolg aus. Also Jürgen, es hat jetzt geklappt mit der Spielfreunde beim 5:0 gegen Hertha. Warum war das vorher so nicht der Fall? Ja, das ist auch von außen sehr schwer zu beurteilen. Spielfreude kommt dann zustande, wenn man Selbstvertrauen hat, wenn man Erfolg hat. Dann entwickelt sich daraus eine unheimliche Spielfreude. Und der VfB hat keine Erfolge gehabt. Man hat gemerkt, da läuft kein Spieler mehr frei. Wenn einer im Ballbesitz war beim VfB, dann konnte den irgendwo den Ball hinspielen, weil keiner freigelaufen ist. Was würdest du da deinen Freund Bruno Labbadia raten, was er da vielleicht für Akzente setzen könnte? Was ich einfach vielleicht als Bruno machen würde, wäre, dass er vielleicht versucht, die Einzelspieler emotional etwas mehr zu beeinflussen. Nicht nur vom rein fachlichen her, vom fußballerischen her. Das ist absolut perfekt. Besser geht das überhaupt gar nicht. Aber zu versuchen, einfach bei den Spielern diese Eigenschaften, die wir eben genannt haben, Spielwitz, Spielfreude, Kreativität, Risikobereitschaft, vielleicht da so eine kleine Nuance mehr Wert drauf zu legen. Und hast du ein Beispiel, wo vielleicht Emotion gefehlt hat beim Spiel? Ja, am meisten ist mir das aufgefallen bei dem 1:0 für München-Gladbach nach einem Freistoß, wo man einfach von der Körpersprache erwarten muss, dass alle diskutieren, dass man sagt, warum hast du den Fehler, hast du nicht richtig gedeckt? Oder dass sie sich anfeuern und sagen, komm, wir müssen jetzt den Ausgleich machen oder irgendetwas. Und da ist nichts passiert. Da sind alle Spieler nebeneinander hergegangen, vollkommen ohne irgendeine emotionale Reaktion und ohne Kommunikation, ohne Kontakt untereinander. Und das hat mir gezeigt, dass da irgendwas in der Mannschaft nicht da ist, kein Leben in der Mannschaft. Und das muss sein. Ohne Leben kannst du nicht Fußball spielen, das geht gar nicht, ohne Emotionen. Jetzt kein Blumentopf erben, so wie hier zum Beispiel, wunderbare Blumentöpfe, toll. Also Jürgen, es würde mich schon interessieren, was war dein Erfolgsrezept von damals, Aufstieg, Vizemeister und so weiter? Ja gut, ich habe das Glück gehabt, dass wir sehr viele junge Spieler hatten. Und mit diesen Spielern konnten sich alle unheimlich identifizieren. Da kamen auch dann unheimlich viele Zuschauer kamen dann. Und was mir einfach gelungen ist damals, ist einfach die Spieler zu begeistern für den zum VfB Stuttgart und ihnen auch den Wunsch zu vermitteln, es gibt nichts Schöneres, als aus der zweiten in die erste Liga aufzusteigen. Was würdest du jetzt vielleicht Labbadia mit auf den Weg geben für die Zukunft? Er soll seinen Weg weitergehen. Das ist wunderbar, wie er das macht. Das Verhältnis zu den Spielern, die Art des Trainings, vielleicht, was ich eben gesagt habe, dass man vielleicht ein bisschen mehr noch auf Emotionen eingeht, aber sonst sich nicht beeinflussen lassen von dem Urteil anderer Menschen. Ja, Jürgen, jetzt geht es am Sonntag nach Hannover. Was ist da dein Tipp für den VfB Stuttgart? Also ich persönlich wäre mit Unentschieden zufrieden, weil Hannover ist unheimlich stark zu Hause und der VfB muss man erstmal abwarten, wie das Ergebnis jetzt gewirkt hat von Hertha. Ich tippe 2:2. Ja, und ich sage auch 4 Tore, allerdings nur 1 für Hannover 96. Und weil ich 3:1 sage, auch 4 Tore, sind wir in Torlaune. Nach wie vor 3:1.